öffentliche Verkehrsmittel sparen Energie und senken den bundesweiten CO2-Ausstoß jedes Jahr um ca. 15 Millionen Tonnen. Gerade im Innenstadtbereich und in Wohngegenden sichern Linienbusse eine umweltfreundliche und flexible Mobilität für jedermann. Im Projekt FBEL erforschen die Partner, wie der öffentliche Personennahverkehr mithilfe neuer Antriebstechnologien noch umweltfreundlicher gestaltet werden kann. Die Verkehrsunternehmen und die Politik verspricht sich eine Erhöhung der Lebensqualität im urbanen Raum dadurch, dass der öffentliche Nahverkehr umweltfreundlicher durchgeführt und gestaltet werden kann. Alternative Antriebsmethoden bieten da natürlich die Möglichkeit, um nicht nur Sprit zu sparen, sondern auch gleichzeitig die Emissionen signifikant zu verringern. Aber wie signifikant, das ist die Frage, die in diesem Forschungsprojekt beantwortet werden soll. Das Projekt ist Teil der Modellregion Elektromobilität Rhein-Ruhr und wird vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gefördert. Das Gesamtprogramm Modellregionen Elektromobilität wird von der Nationalen Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie, NOW, koordiniert. Im Rahmen dieses öffentlich geförderten Forschungsprojektes messen wir in erster Linie die Geräusch- und Abgasemissionen dieser Busse mit alternativen Antrieben im realitätsnahen Einsatz. Dazu rüsten wir die Busse mit Messtechnik aus und setzen die dann auf den real existierenden Strecken im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr ein. Im Projekt wird so ermittelt, welcher Antrieb sich für welches Verkehrsunternehmen optimal eignet. Denn Topografie und Einsatzgebiet variieren auch innerhalb des VRR. 74 Hybridfahrzeuge sind hier aktuell auf repräsentativen Strecken für die Fahrgäste unterwegs. Beim Projektpartner Bogestra ist die moderne Technologie täglich im Einsatz. Wir haben jetzt mittlerweile 6 Jahre Erfahrung damit. Sind schon gespannt, wie die Erfahrungen von anderen Verkehrsunternehmen sind, hinterher Entscheidungen zu treffen. Wie sieht die Zukunft aus? Werden wir mehr Hybridfahrzeuge anschaffen demnächst oder gehen wir auf Elektrobusse, wo zwar der Trend auch hingeht? Hybridantriebe, Elektrofahrzeuge und weitere Konzepte werden im Rahmen von FBEL getestet. So können die Projektpartner die Technologien objektiv beurteilen und Vergleiche zu konventionellen Referenzfahrzeugen ziehen. Die Bochumer Bogestra stellt die größte Hybridflotte Nordrhein-Westfalens und macht mit ihren mittlerweile 15 Hybridbussen positive Erfahrungen. Für uns ist wichtig die Einsatzzeit der Fahrzeuge, die sind standfest, die haben durchaus eine Lauflastung von 80.000 Kilometern im Jahr, Verfügbarkeit von über 95%, durchaus vergleichbar mit den konventionellen Fahrzeugen. Wir haben hier weniger Verschleiß, sodass wir dort die Werkstatt auch entlasten können. Die Fahrer der Bogestra werden speziell geschult und bringen so die Vorzüge der Hybridtechnik optimal zur Geltung. So spart der Hybridbus etwa durch die bewusste Nutzung der Rekuperation, bei der die Bremsenergie in Elektrizität umgewandelt wird, besonders im Stop-and-Go-Verkehr der Städte Kraftstoff ein. Gut geschulte Fahrer können sicherlich auch einen guten zweistelligen Bereich an Kraftstoff einsparen. Und der Fahrdienst ist auch begeistert hinter an die Sache rangegangen. Und wir haben durchweg Fahrer, die auch sagen, ich möchte nur noch Hybrid fahren. Ich möchte gar keinen anderen mehr fahren. Und das ist auch ein Zeichen, dass wir da auf dem richtigen Weg sind.